Indien hat einen hochrangigen kanadischen Diplomaten ausgewiesen. Innerhalb von 5 Tagen soll er das Land verlassen. Im Vorfeld hatte Kanada der indischen Regierung vorgeworfen, am Mord des kanadischen Aktivisten Hardeep Singh Nijjar beteiligt gewesen zu sein und einen ranghohen indischen Diplomaten ausgewiesen. Nijjar war im Juni vor einem Sikh-Kulturzentrum in Surrey in der Region British Columbia erschossen worden. Der 45-Jährige war ein bekannter Befürworter eines unabhängigen Sikh-Staates auf indischem Staatsgebiet.